Meine Lieben, es gibt Aufgaben, die mag ich ganz besonders. Wenn ich eine Einladung aussprechen darf und dann für ein Event, das es erstmalig gibt, dann ist dies etwas sehr, sehr Besonderes. Koran ist aktorianisch und bezeichnet ein Lichtfest, ein Fest des Lichtes. Es ist ein Tagesevent, wir beginnen um 10 Uhr. Und jede der Einheiten wird eingeleitet von einem Channeling einer Wesenheit, der Arcturianer oder eines Sternenvolkes, und einer nachfolgenden Meditation, Reise oder Energieübertragung. Die genauen Inhalte stehen noch nicht fest, werden aber, sobald sie feststehen, über die Socials, über die Kanäle und auch hier veröffentlicht. AT ist so etwas wie der Gruppenälteste der Arcturianer. Die Arcturianer sind anders strukturiert von den Hierarchien, so wie wir. Sie leben in Gruppen zusammen. Und alle Gruppen und alle Völker akzeptieren AT als das Oberhaupt aller Arcturianer. Und in diesem Sinne ist es schon mal etwas sehr Besonderes, wenn AT überhaupt spricht. Ich bin AT. Und ich sende die Töne Omar Tassat und Han Taya zu dir. Wie schön ist es, diesem Feste beizuwohnen und zu sehen, wie hell du in deinem Lichte erstrahlst. Genau dies ist gemeint, wenn wir von Koan, dem Fest des Lichts, sprechen. Es ist ein Fest des Lichtes in dir, ein Entzünden des Lichtes in dir, ein Erstrahlenlassen dieses Lichtes und ein Zusammenführen aller Lichter, aller Wesen zu einem einzigen großen Licht. Dies ist Koan. Wir sind Elan und Sis. Wir sind Mitglieder des Arcturianischen Rates und senden voller Freude die Töne Omar Tassat und die arcturianischen Töne Han Taya zu dir. Es ist etwas sehr Besonderes, wenn Sternenvölker gemeinsam mit Menschen ein Fest feiern. Das Koan ist jedem Arcturianer gut bekannt. Es ist ein Fest, das wir in regelmäßigen Abständen feiern, um unseren Bund zu erneuern, um erneut ganz tief zu fühlen, die Verbundenheit aller Völker, aller Arcturianer. Uns ganz bewusst in dieser Verbindung dem Licht auszurichten. Und dies voller Freude zu feiern. Das Koan, das arcturianische Lichtfest, das wir heute zusammen feiern, trägt dieses Licht in dein Sein und schenkt dir all das, was es braucht, um in deiner Mitte zu verweilen und diese Zeiten der großen Veränderung auf deinem Planeten sicher zu durchleben. Du bist Teil der großen Veränderung auf deinem Planeten. Und es geschieht Transformation im Großen und im Kleinen und in jedem von euch. Manchmal unmerklich, und manchmal sehr kraftvoll. Wir sind die Hathoren.
Und auch wir grüßen dich, voller Freude in deinem Herzen. Als der Ruf erging, dass ein großes Fest abgehalten werden sollte, in dem Menschen und lichte Wesen gemeinsam feiern, wurden auch wir Hathoren gebeten, dabei zu sein. Ich bin Marian. Ich bin ein Wesen aus einem System, das du Antares nennst. Ich bin Teil der Lichten Allianz und ein großer Freund der Menschen. Ich möchte heute meine Worte an dich richten, um mit dir gemeinsam einen jetzt in dieser Zeit ganz besonders wichtigen Aspekt zu betrachten. Es ist die Magie, über die Marian zu dir sprechen wird. Marian ist ein Meister der Zeit. Und zu der Beherrschung der Zeit gehört auch, zu wissen, welche Bedeutung, welche Elemente für die Inkarnationen und Wege eines Lichtes haben. Und aus diesem Grund wurde Marian ausgewählt. Heute feiern wir das Koan. Und das Koan trägt eine Botschaft. Und diese Botschaft heißt, du bist Licht. Du bist pures göttliches Licht. Wir alle sind pures göttliches Licht. Und wir alle sind eins und richten uns gemeinsam diesem puren göttlichen Licht aus. Mich haben nach dem Koran so viele liebende Worte, so viel Freude, so viel Herzlichkeit erreicht, wie selten nach einem Tagesseminar. Wir haben hier gesessen und uns sind fast die Tränen gekommen. So schön war es zu erleben, dass nicht nur das Koran in seiner Strahlkraft so unendlich intensiv war, sondern es dich in deinem Herzen berührt hat und dass es ganz, ganz viel mit dir gemacht hat und dass du dies voller Freude genossen hast. Danke für all deine Worte, danke, dass du dabei warst. Und ich sage dir an dieser Stelle mit ein paar Tränchen in den Augen vor lauter Freude, danke, dass du mit dabei warst. Danke, dass du dein Licht mit eingebracht hast, damit dieses erste Koan entstehen durfte, entstehen konnte. Ich bin sprachlos, fast sprachlos vor Glück. Zwischendurch musste ich 2-3 Mal wirklich mit den Worten ringen. Und bin sehr dankbar dafür, dass ich dies so zu dir bringen durfte und dass du dabei warst. Ananascha, Miocha, lasst es euch von Herzen gut gehen. Danke.